Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum aller Industriestaaten. Unsere Infrastruktur ist marode. Immer mehr Kinder lernen in unseren Schulen nicht mehr richtig lesen, schreiben und rechnen. Spitzenreiter sind wir im Moment nur bei den Energiepreisen. Und obwohl der Bevölkerung angeblich zum Wohle des Klimas eine Zumutung nach der nächsten reingejagt wird, verfehlt Deutschland die entsprechenden Ziele. Die Klimaschutzmaßnahmen der Ampelregierung sind undurchdacht, ineffizient, und die Zeche zahlen die Bürgerinnen und Bürger, und die wollen und können das nicht mehr. Das tolle Heizungsgesetz, der angebliche klimapolitische Durchbruch, bringt im Idealfall bis ins Jahr 2030 eine CO2-Einsparung von gerade einmal 1,4%. Und dafür steigen die Mieten. Und wer sich ein Häuschen sprichwörtlich vom Munde abgespart hat, weiß nicht, wer jetzt auch noch die teure Wärmepumpe und die Umbauten bezahlen soll. Das ist die Realität. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Und das gilt auch für die Krankenschwester auf dem Lande, die um 4.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa zum Dienst in die nächste Stadt fährt, die sich jetzt schon die Spritpreise kaum noch leisten kann und die auch noch von ihrem vorschnellen Verbrenner aus bedroht wird. Sie kann nicht einfach auf den Bus umsteigen, denn den gibt es nämlich nicht. Und der Tesla ist leider viel zu teuer. Und davon abgesehen ist seine Herstellung wirklich alles andere als umweltfreundlich. Nein, es braucht flächendeckenden, bezahlbaren ÖPNV, aber ohne das Autofahren noch teurer zu machen. Die Forschung und Entwicklung von verbrauchsärmeren Motoren und alternativen Antrieben muss konsequent vorangetrieben werden. Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. Und dafür muss man investieren. Und dafür muss die Schuldenbremse reformiert werden. Wir als BSW, wir wollen vernünftigen Klimaschutz. Dann bleiben auch die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Aber das Einzige, in das Sie so richtig investieren wollen, Sie alle inklusive der Union, ist mehr Rüstung. Deutschland soll kriegstüchtig werden. Was für ein Irrsinn, auch für den Klimaschutz. Danke.